So, ja, wir kommen in die letzte Runde und dieses Plenum hier haben wir mal unter die Überschrift gesetzt, was kann Astrologie und oder Religion zur heutigen Gesellschaft beitragen? Kirchen lehren sich auf der einen Seite, Esoterik-Shops entstehen immer mehr. Alles Mögliche. Die Kirchen lehren sich auch nicht mehr so dramatisch, wie das mal war. Ja, gut. Gibt es noch da Punkte, die. Gut, etwas, was ich einbringen möchte, sage ich in meiner Firma erlebt, werden sie immer im Management oder die Kader dazu angehalten, in Ausbildung sich um die eigene Spiritualität zu kümmern. Und das ist eine Folge davon, dass ich gerade bei einer Krankenversicherung, die merkt ein Thema Burnout, kommt immer mehr und das sind Sinnkrisen, da gibt es ja auch diese Relevanz. Und ich finde es spannend, dass jetzt eigentlich in der Wirtschaft immer mehr Fußball, weil sie merken, wenn wir unsere Mitarbeiter gesund halten wollen und gute Leistungen erhalten wollen, müssen sie auch dazu anhalten, dass die Zeit dazu geben, Möglichkeiten oder so. Wenn man spirituell ist, winkt der Kassenleiter. Ja, aber das ist doch einfach nur die Aufforderung zu einem ganzheitlichen Leben. Deswegen braucht man Krankenkassen nicht auszuschließen und die Gesundheit nicht. Ja, bitte. Mir hat sich eingeprägt, ich war in katholisch erzogen, in einer katholischen Familie aufgewachsen, auch in der Gemeinde dann tätig gewesen, habe viel bekommen, auch gegeben. Irgendwann, ich war auch Protektor und Kommunionhelfer sogar, irgendwann hat der Pfarrer, gepredigt, wir müssten den Weg nehmen, um unser eigener Priester zu werden. Das hat sich mir eingebracht. So. Dass der Körper die Kirche ist für unsere Seele und dass wir zu unserem eigenen Priester werden können. Das fand ich stark. Ich bin irgendwann ausgetreten aus der Kirche, nicht aus Hass oder so, sondern es war gut. Es war ausgewogen, es war gut. Ich habe Astrologie begonnen und andere Religionen. Aber das war dann Astrologie ein Gegensatz oder ein Ersatz oder eine Fortführung? Wie haben Sie denn das Lösiges? War das eine Bewusstseinsentwicklung? Ich glaube schon. Ne? Ich war, als ich austrat, war ich 4 Jahre schon astrologisch unterwegs. Können wir ja auch fragen. Muss man aus der Kirche aussehen, wenn man Astrologie macht, oder ist das eine Konsequenz? Ich glaube, es hat damit zu tun, sein eigener Priester zu werden. Ich glaube, dass für Kinder und auch Jugendliche Gemeindeleben sehr positiv ist. Vergemeinschaftung, in welcher Form auch immer, das muss ja gar nicht möglich sein, aber einen positiven Effekt hat. Dass irgendwann aber dieses sein eigener innerer Priester zu werden damit zu tun hat, dass wir erwachsen. Mhm. Also dass wir aus dem Kindbereich in den geistigen Bereich, den wir dann mit dem Wort erwachsen umschreiben können, also auch geistig erwachsen. Mhm. Das entspricht ja dem Satz, dass einer dem anderen ein Christus sei. Durchaus. Also ich habe es dann mit der Philosophie auch. Ein schöner Aufsatz von Holger Fass war in dem Meridian 1, 2005 über gerade das Thema Philosophie und Astrologie. Kommt Astrologie auch ohne Religion aus? Und Holger Fass, den ich sehr schätze, ist ein Koryphäe, ich glaube, viele kennen ihn, ne? Ja. Er ist den Meridian übernommen letztes Jahr. Der hat dann auf 5,5 Seiten hat er sehr fundiert über das Thema Astrologie und Religion. Er hat plädiert für eine
religionsfreie Astrologie im Sinne einer erwachsenen Philosophie des Gutseins. Es ist ja keine Domäne von Religion, dass wir nach Grundsätzen leben, nach die Würde des Menschen ist unantastbar, dass wir den anderen schätzen, so wie wir uns auch schätzen. Das kann man ja auch religionsfrei leben. Mhm. Okay, bitteschön. Ich will mich noch mal auf das eingehen, was du gesagt hast, mit dem dieser Gedanke, dir selbst Priester zu werden, dass dich das so stark angesprochen hat und stark beeindruckt hat. Und war dann Astrologie eine Hilfe für dich, das zu verwirklichen? Ja, also ich bin ja auch für mich persönlich. Das vielleicht auch dann der Auslöser dafür. Okay. Hi. Ja, nochmal dein Stichwort Hilfe. Also, was für mich jetzt an diesem ganzen Wochenende mehrfach so, wo ich so wach werde und sage, warum eigentlich, ist diese Spaltung Astrologie und Religion und sowas. Ich denke, Astrologie ist ein Weg, ein Werkzeug, um zu einer eigenen Zielrichtung oder Weltanschauung zu kommen. Es ist ein Hilfsmittel, denke ich mir mal. Also von daher weiß ich, bin ich so ein bisschen hilflos. Ich kriege das nicht zusammen. Warum muss das jetzt getrennte Themen sein? Ja, das ist ja auch die Frage, das haben wir auch schon in meinem Vortrag, die Juden auch so ein ambivalentes Verhältnis haben, da die Kirche auch heute natürlich ein ambivalentes Verhältnis, das ja nicht daherkommt, dass sie denken, eigentlich Astrologie funktioniert nicht. Ne? Das ist immer dieses Trennungsprinzip, was mich da so ein bisschen, wo ich dann... Ja, das heißt doch hier Astrologie und Religion. Ja, aber es wird oft so, dass das eine gegen das andere ist. Und brauchen wir das? Nee, brauchen wir nicht. Und so weiter. Das meine ich. Wie sagt also auch eine Ergänzung drin oder wie das beides? Mir fehlt der Gedanke des Zusammengehörigen, denn ich kann Körper und Geist auch nicht trennen. Ja, da auch eine Bereicherung, wenn du uns zusammenlässt. Ja, natürlich, sicher. Denn nur so kannst du dich ganzheitlich entwickeln. Wenn du da Abspaltungen vornimmst, dann stehst du schnell vor der Wand. Ja, das war das hier, das hat auch eine Abspaltung. Ja, also ich wollte noch mal was sagen zu dieser Ambivalenz. Vielleicht kann man die auch ein bisschen verstehen. Also ich habe in diesen ablehnenden Texten eigentlich mehr so das Empfinden gehabt, es geht darum, sich von den Sternen unabhängig zu machen, wo mehr dieser Aspekt der Freiheit drin ist. Weil sowohl das Christliche wie auch das Jüdische, oder gehen wir mal von Moses aus, da wird ja eigentlich schon gesagt, ich bin der ich bin. Das heißt, es geht da doch um das Ich. Und das ist, sage ich mal, doch eine gewisse Unabhängigkeit. Ich kann ja das Horoskop jetzt in einer Unabhängigkeit sehen, ja, da ist jetzt dieser Fatalismus drin. Oder ich kann eben sehen, ich habe aber dieses schöpferische Prinzip, was mehr mit dem Religiösen, sag ich mal, zu tun hat. Ja? Und dadurch kann ich das verändern. Und diese Ablehnung kann ich deshalb, diese Ambivalenz verstehen, weil tatsächlich immer die Gefahr auch da ist, dass man in so einen Fatalismus hineinkommt. So okay. Ja, gut, ich zu verschiedenen Sachen habe ich schon vor allem das auch nochmal aufgenommen, was du gesagt hast. Also klar, so die Idee von Volker Fast, ich glaube, kennen auch so die meisten von uns, also auch so, er ist ja sehr dezidiert, sag ich mal, antireligiös, also gegen alle Religionen. Und da würde ich sagen, jetzt allein für mich bei allem Respekt, was er so insgesamt macht, aber das wäre mir zu wenig. Also so eine Ethik des Gutseins oder so wäre mir ganz entschieden zu wenig, auch jetzt eingebunden in Astrologie. Aber ich sehe, er hat auch gesagt, dass es
keine Zwangsmusik jeder für sich, aber dass wirklich auch Astrologie ein Teil von einer Spiritualität oder auch eine Hinführung, was Raphael morgen auch ausgeführt hat, eben wie die Astrologie eben auch hinführen kann zu einer Spiritualität. Und ohne so ein spirituell, ich nenne lieber spirituell als religiös, weil bei Religion denkt man dann wirklich gleich immer so an Institutionen. Aber das ist einfach auch nur eine Frage der Definition. Würde ich jetzt würde mir entschieden was fehlen, und mich persönlich stört es jetzt auch nicht, wenn da jetzt von irgendwelchen Institutionen, institutionalisierten Religionen, egal oder welche Kirchen oder was auch immer, da Ablehnung oder keine Zustimmung kommen wollen. Das, also die Freiheit habe ich, dass ich sich und selber das gebildet habe, was deutlich über so eine reine Alltagsethik hinausgeht. Aber so jetzt irgendwo eingebunden ist, und wenn dann die Vertreter eben der etablierten Religionen sicherlich, also auch bei den Texten, die ich zitiert habe, aus einer gewissen Unwissenheit oder aus einem verengten Blick heraus die Astrologie verurteilen, denke ich mir, gut, das hat es immer gegeben, das wird es auch weiterhin geben, die werde ich nicht missionieren können. Das beeinflusst mich jetzt aber gar nicht, weil ich leide nicht so wunder wie du. Habe extreme Erfahrungen gemacht, als ich noch in Frankfurter Raum gewohnt habe, also in Neu-Ingwer, bei Frankfurt lange Zeit gelebt, und hatte Schüler, und die haben in Darmstadt an der Uni irgendwas Flyer von mir ausgelegt, und dann hat der Pfarrer da irgendwie von der Kanzel, der Teufel in Form von Heidi Dreier. Was? Ist, ja. Was? Da habe ich gedacht, ups. Auszeichnung. Auszeichnung. Die habe ich ernst genommen. Aber so weit gehen. Ich muss nur sagen, das war 80er Jahre, 70er Jahre. Was ist auch vielleicht unwissend? Okay. Ja, ich würde noch gerne einen Beitrag aus meiner Praxistätigkeit geben. Ja. Was mir immer wieder begegnet ist, wenn ich Klienten habe, dass sie oft schon durch dieses Hinaufschauen aufs Horoskop und zu sehen, das ist in mir. Also dieses Zurücknehmen der Anbetung Gottes, Gott ist außerhalb von mir und ich bete ihn jetzt an. Ja. Allein durch das Handwerkszeug Horoskop, da ist etwas Göttliches in mir, und das sind die Kräfte, die da hinführen können. Das ist für mich, dass ich immer wieder einen ganz großen Entwicklungs- und Heilungsschritt. Ja. Und dann ist das auch die Diskussion, die wir immer wieder haben, dass, wenn wir über Religion sprechen, schlussendlich ja eben diese Organisation Kirche haben, die ja oft gesagt hat, nicht Adam, aber oft immer wieder impliziert, Gott ist außerhalb von uns. Das ist ja auch etwas, was der Koss, der Benediktinermönch, der sprach ja auch vorher, der sagt, das Horoskop anbietet ein Mandala, um den anderen wahrzunehmen, zu verstehen und das Göttliche bei ihm zu sehen. Dass er jedes Horoskop als Mandala betrachtet und darüber meditieren kann. Ja, und er selbst, also der klärt ihn selber auch. Und das ist nochmal ganz schockierend, das ist ja jetzt eine ganz neue Sichtweise, dass das in mir ist. Ja. Und das finde ich so schön, dann kommt der innere Priester raus, weil er die Möglichkeit, sich da erwachsen wieder zu vereinigen und dieses Auseinandergezerrte wieder zusammenzubringen. Das ist für mich auch ein Heilungsaspekt. Ja, ich denke, dass diese Diskussion, also das, was wir hier besprechen, setzt sich eigentlich fort in der modernen Diskussion, die immer wieder ganz heiß auch geführt wird zwischen Freiheit und Determinismus. Eigentlich ist es ja etwas, was die Auseinandersetzung der Astrologie seit der Antike durchzieht. In der Antike gab es ja schon Kritiker der Astrologie. Cicero. Ja, aber wie heißt der? Der ist vergessen. Ist egal. Jedenfalls gab es diese Kritik, und es gab diese Argumente, ja, die auch genau damit auch arbeiten, unter anderem mit der Frage der Determination und der Freiheit und der Eigenverantwortung und so weiter. Und ich denke, dass diese Spannung zwischen den Religionen und der Astrologie, gerade der monotheistischen Religion, da besonders deutlich
dass unsere Auseinandersetzung mit Freiheit und Determinismus ein Erbe ist. Ja, dieser, wenn man das mal jetzt nicht von einer, nicht verstehen aus der Ablehnung einer Institution, die sozusagen irgendwie die Macht haben will, das ist vielleicht auch ein Aspekt, aber mehr von innen heraus, was eigentlich Religion beabsichtigt, nämlich dieses letztendlich sich erlösen oder die Erlösung finden von diesen sieben Regenten, ja, in der Gnosis zum Beispiel auch ganz deutlich. Also ich denke, dieser, und das setzt sich fort, der Freiheit. Und die Götter anbeten, ich meine, ich kann dem ganz viel abverlangen, dass wenn wir einen Gott anbeten, einen planetarischen Gott anbeten, wie es in der offen machen, ja, so, um sozusagen auch um etwas abzuwenden, ja. Also das kann sehr leicht in die Richtung gehen, dass der stiftende Gedanke in mir, um etwas, um das zu tun, meine Angst ist und nicht meine Freiheit, nicht meine Schöpferkraft. Mhm. Und da kann ich das wiederum nachvollziehen, dass die alten Priester gesagt haben, das wollen wir nicht. Diese Anbetung sozusagen der Kräfte, die uns ja im Grunde nicht unsere Freiheit oder dass in dieser Anbetung nicht ein Akt der Befreiung drin ist, sondern letztendlich ein der stiftende Gedanke, die Angst ist, ne? Diese Abwehr von, ja. Also, weil auch Spielalter teilweise Katastrophen vorhersagen, die da nicht eintraten, die dann auch, ich habe den Planung gerade gesagt, das darf nicht sein, das ist die Bevölkerung der Punkt, der darf's auch. Ja, das ist so eine Anregung zu den Prognosen. Ja. Gut, ist auch an der Stelle kommt ja nochmal die Frage, die wir vorhin direkt nach dem Vortrag hatten. Sind monotheistische Religionen toleranter eventuell als monotheistische? Ich habe mal so ein Zitat von dem Hans-Dieter Leuenberger, kennt sich auch noch. Ich fand das nicht ganz unzynisch, aber ich sage es trotzdem mal hier. Der hat nämlich gesagt, wo Monotheismus herrscht, kommt es zum Holocaust. Ich meine, dass natürlich die die Hauptopfer des Holocaust natürlich in die urmonotheistische Religion ist. Die eine Sache, aber auf der anderen Seite fand ich es jetzt auch nicht ganz daneben, also weil ich denke schon, dass der Monotheismus so ein System der Intoleranz inhärent ist. In dem Sinne, es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist natürlich meiner und alle anderen sind eben, was wir im Islam erleben, besonders extrem erleben. So, wo ja auch Andersgläubige, nicht anders, sondern Ungläubige. Also sie glauben gar nicht. Wenn sie nicht an Allah glauben, glauben sie gar nicht. Und von daher denke ich schon, dass da in den sogenannten polytheistischen, wenn sie das so sind, eine größere Substanz an Toleranz da ist, als es in die monotheistische haben. Und ich meine, nicht umsonst auch im Christentum, wir können ja auch die Geschichte jetzt auch nicht unbedingt stolz sein, was die Niedermachung von anderen angeht. Und die Juden haben sozusagen den Vorteil, wenn man so will, anfängt, sie hatten niemals einen missionarischen Anspruch. Sie sind zwar sehr normativ, aber sie waren nie missionarisch. Und deshalb hatten sie auch nie den Anspruch, andere eben niederzumachen, wie das im Christentum, im Islam dann und eben auch sehr ausgeprägt davon gefallen. Das wäre schon meine These, dass also in dem Holocaust finde ich wirklich ein bisschen zynisch, aber insgesamt, dass im Monotheismus die Toleranz tendenziell nicht besonders ausgeprägt ist, das würde ich schon mal so sagen. Also ich finde, es kommt sehr darauf an, wie man den Monotheismus auslegt. Natürlich ist das in der politischen Auslegung ganz zu diesen Dingen gekommen. Also Kreuz oder was weiß ich, das gab. Aber es gibt da sehr verschiedene Konzepte schon im Judentum, schon in der hebräischen Bibel. Also da gibt es ja auch zwei Gottesbegriffe, die sehr unterschiedlich sind. Einmal den Jahwe und das andere ist der Elohim. Ja? Elohim ist Plural. Ja? Das heißt, also El ist eigentlich der Singular, als Gott, und Elohim also eigentlich die Götter, kriegt dann aber einen Singularartikel, also der Götter. Ja? Das und das wird dann häufig übersetzt, auch in der Theologie übersetzt, als Himmelsstaat. Ja, also nicht Staat im Sinne jetzt einer politischen Konstruktion, sondern die Herrscher des Himmels. Ja. Und da kann, das, wenn man das so aussieht,
ist das eine sehr tolerante, sehr tolerante Option. Und das führt im Judentum dann zum Beispiel auch später noch in der Kabbalah zu einem Gottesbild, wo Gott Ayin ist. Das heißt nichts. Ja, Gott ist Ayin. Ja. Das erinnert dann wieder an die indische Tradition, das Nirvana. Also es ist eigentlich das vollkommen Unbestimmbare. Und alles, was drunter ist, muss man auch tolerieren. Ja, also das sind sehr, sehr unterschiedliche. Ich denke auch, dass eher diese politischen Instrumentalisierungen dann das sind, was zu solchen Ausrufen. Ja, gut, auch Polytheismen haben sich gegenseitig bekämpft. Ja, aber ich denke aber wiederum sicherlich auch, was ist da politisch? Ich glaube aber, dass die monotheistischen Religionen für was ich jetzt so politische Instrumentalisierung nenne, besonders anfällig sind. Das ist dann ja auch ein Zufall, dass also die größten Vernichtungskriege natürlich im Namen monotheistischer oder zweier monotheistischer Religionen geführt worden sind oder zum Teil heute geführt werden. Nicht? Also der Buddhismus hat sich nie auf, sondern natürlich hatten wir auch mit Ashoka und so, aber nicht in dem Maße. Nicht? Also das waren nicht so Vernichtungszüge in dem Maße, wie sie Islam und Christentum mit haben. Also von daher ist ja auch wieder gefragt, warum sind monotheistische Religionen für diese Art der politischen Instrumentalisierung besonders anfällig? Also wenn ich jetzt bei mir mal nochmal stehen wollen wäre, dann. Nee, es ist sehr differenziert. Also ich finde es viel differenzierter. Ich bin oft in Myanmar, als es hier, also ich weiß, die bösen Buddhisten, endlich hat man es auch mal gegen die armen Muslime. Ich kenne den Konflikt sehr, sehr gut, die haben hier kompliziert, aber ganz so einfach, wie es hier dargestellt ist. Da gibt es auch Kämpfe gegen, also buddhistisch, da gibt es ja schon eine mittelalter Ausbildung für Kampfmönche, die in der monotheistischen Religion kämpfen sollen. Das ist also, da gibt es auch ein sehr, sehr idealisiertes Bild von neues Buddhismus. Okay, jetzt haben wir hier, früher habe ich übersehen. Ja. Ich möchte nach einer anderen Seite folgen, viel paar Mal der Begriff Freiheit. Und Freiheit heißt ja eigentlich nicht, ich kann machen, was ich will. Könnte man so meinen. Und ich denke, es gibt einen Bezug zu, und da ist auch Monotheismus drin, in dem Bezug zu, wohin trage ich meine Verantwortung. Und da habe ich jetzt noch keine Religion genannt damit. Aber ich muss auch, eine Freiheit braucht auch einen gewissen Weg, eine Linie. Und das finde ich wichtig, dass man, und dann kann ich schlecht damit etwas anfangen, wenn dann womöglich die Politik noch ein. Unter Politikern haben sie kaum einen Menschen, der wirklich von der inneren Freiheit her lebt. Und ja, dann habe ich keine Lust über Hitler oder was. Ich möchte es nicht sein und werden. Aber ich denke, es ist sehr wichtig für uns alle, auch da differenzierter zu denken. Okay, weil jetzt hier eine Meldung und danach. Also ich fand jetzt sehr schön, auch nochmal bei deinem Vortrag, war mir jetzt noch nicht unbekannt, der Aufbau der Menorah, aber einfach so dieser Aspekt von in der Mitte eben, sei es jetzt Gott, das Selbst oder wie auch immer, und gehalten eben vom Mond, dem Gefühl, dem Saturn, der Ordnung und Struktur. Ja. Und das ging mir eben irgendwie gerade so vielleicht erstmals auf. Das hat mir echt gut gefallen. Schön. Fachheim. Ja, ich glaube, dass ein spanischer Astrologen, der hat gesagt, die zukünftige Kultur der Welt wird wahrscheinlich in Südamerika sein, weil da gibt es das größte Mestizentum. Warum? Das hat man gesagt. Also die größte Durchmischung von Völkern, Rassen, ja, und daraus wird das Neue entstehen. Und ich glaube, das ist ein Geist, ob das jetzt so stimmt oder nicht, das ist aber dahingestellt. Ich finde den Gedanken sehr, sehr stimmig. Ich glaube, Religionen, auch das Christentum, sind entstanden im Grunde aus solchen Synkretismen, ist was Neues entstanden, aber sie greift auch Dinge auf, die auch neuartig auseinander. Was wir als Religion oft betrachten, ja, in welcher Religion auch immer, ist so diese Institution, die im Grunde genau das Gegenteil ist, die im Grunde sich so verschlossen hat, sich versteinert hat und eben keine Veränderung mehr, das ist nur ein Lebensprinzip. Aber alle neuen Religionen sind im Grunde entstanden aus Erneuerung, die auch mit beinhaltet, dass man eben auch das Fremde auch mit integriert hat und mit. Aber,
wie Sie jetzt hier gerade mal gesagt haben, also die Region ist eine Durchgangsstation und zum gleichen Gipfel. Ja. Und wir haben immer verschiedene Stationen im Berg herum. Okay, dann haben wir noch mit herum. Also vielleicht auch als Ergänzung dazu, ich denke, das ist auch schon in der Theologie des frühen 20. Jahrhunderts so formuliert worden, dass die Institution kann nicht so stark bleiben, wie sie ist. Es bedarf immer sozusagen der Individualisierung wieder des Religiösen, aber dann auch wieder der Zurückbindung an die Gemeinschaft, weil es dann zu schwabbelig und zu verschwurbelt wird, wo jeder sich so seine Sachen, ja, das scheint mir so ein bisschen wie, die Esoterik-Szene scheint so in dem Stadium zu sein, dass es schon schwurbelt, aber dass irgendwie der das Fügen in eine neue Gemeinschaftsform, auch in eine gemeinsame Sprache, wo man weiß, was man sagt, das fehlt so ein Stück weit. Welches Konzept sich dann durchsetzt, das diese Gemeinschaft zusammenführt, das ist aber dann die Frage. Es kann durchaus sein, dass das ein Synkretismus der monotheistischen Religion sein wird. Ja, ja. Und möglicherweise leben wir ja in einer wir leben wahrscheinlich in so einer Zeit, die aus der Perspektive der Zeit kam, was ist in den Jahren gesehen. Ja. Hier in der Zeit ist etwas entstanden, ein neuer Impuls, ja, der wiederum ja, identitätsstiftend ja. Oder vereinigend ist. Ja. Man könnte mal die Frage stellen, würde ich gerne fragen in der Runde, die Religionen, was sie haben ja alle irgendwie auf Schriften, es gibt die Bezüge in den Religionen auf Bibel, Koran und Talmud und wie es immer heißt. Und dass man mal fragt, was für einen Sinn hat Schrift an sich, und ich habe den Verdacht, dass Schrift vor allem als Machtmittel, als Mittel von Interessenten niedergeschrieben wurde, um Leute zu beeinflussen, um eben Macht über sie zu haben. Der Ausgangspunkt der Empfänglichkeit von Menschen ist seine Angst vor dem Sterben. Da läuft alles drauf hinaus. Und wenn da jemand kommt und sagt, da kann ich dir helfen, Junge, da gibt es ein Mittel, und zwar schreibe ich das jetzt auf und entwickle jetzt ein System, wo wir alle dann unter das Dach kriegen können und beschützt fühlen, dann von oben, und wir sterben nicht, wir leben weiter. Also das ist ja, man kann ja keine Religion am Markt vertaufen oder wieder Geburt. Ne? Ich glaube, das gibt es gar nicht. Oder? Ja. Das ist ja, eine Religionsindustrie geworden, die eigentlich darauf beruht, dass da etwas versprochen wird, was ja überhaupt nicht wirklich geliefert werden kann. Also nicht nachweislich geliefert werden kann, nämlich das sogenannte ewige Leben oder wie man es nennt, die Wahrheit. Also ich will nochmal auf diesen Schriftaspekt, auf den wir sich die Religion alle berufen, ne? Das ist mehr interessant. Okay, also zu dem Schriftaspekt gleich. Das ist ja in allen großen Traditionen ein Prozess der Kanonbildung. Ja, das ist das manchmal über Jahrhunderte, so ein Christentum hat es auch 400 Jahre gedauert, bis dieser Kanon feststand. Und Kanonbildung ist nicht unbedingt immer gleich böse ein Machtinstrument für alles, sondern das heißt einfach, wir müssen irgendwann mal wissen, was wir eigentlich wollen, ja, wo unsere Identität liegt. Und dann wählt man eben so bestimmten Kanon von Schriften aus und sagt, da ist sozusagen das formuliert, das soll jetzt für uns Richtlinie sein. Kanon übersetzt heißt ja auch Richtlinie, Richtschnur. Ja. Und das ist in unterschiedlichen Religionen auch unterschiedlich gehandhabt. Also der Islam macht es sehr strikt, ja, mit seinem Koran. Ne, bis zur Wörtlichkeit hin, die als Offenbarung gilt. Und die Hadiths sind auch überlagert. Hadiths sind auch natürlich, die gehören auch dazu, aber sie haben nicht diesen. Sie haben auch eine Bedeutung. Das ist, also, es ist schon auch ein offenes System. Und noch offener ist es dann in den hinduistischen Religionen, wo es auch einen Kanon gibt. Ja? Also wo man sagt, die vedischen Schriften und die Upanishaden, das ist sozusagen der Kanon, an den wir uns halten. Wer sich daran hält, ist im Grunde. Das Angebot. Das ist ein Angebot. Ich finde, das ist ein notwendiger Prozess. Und nochmal, auch die Esoterik-Szene wird sich irgendwann mal vielleicht auf einen Kanon verständigen.
Ja, vielleicht auch, ich finde es schon notwendig, dass sie sich irgendwie mal verständigt, worüber wir einsprechen, was unsere Identität ist, was sozusagen auch dann eine Abgrenzung bedeutet, was gehört nicht dazu. Also es ist jetzt nicht das, was wir wollen, sondern mal sozusagen tatsächlich eine Identität finden. Also unserer Selbstschutzangst gehört doch, dieser kleine Wunsch ist immer in uns drin. Ich habe es in der Psychiatrie immer stark erlebt, dass man was in der Hand haben will. Man will gar nicht jetzt nur, dass es gefährlich ist, sondern ich brauche was, woran ich mich halten kann. Und es ist doch in uns allen ein Stück drin, eine Absicherung zu haben. Und das heißt noch nicht, dass ich das nachher missbrauche. Aber ich muss darauf achten, auf die Situation, in die ich komme, will ich jetzt wieder was fix machen, was nicht fix zu machen in dem Ausmaß nicht fix zu machen ist. Und ich muss auch lernen, mit dieser Freiheit wieder umzugehen. Ich muss auch loslassen können, dies alles sich absichern. Okay, geht weiter nochmal. Ja, ich wollte eigentlich auch einfach nur sagen, dass ich nicht glaube, dass die Schriften aus der Großartigkeit der Manipulation Interessen sind. Ich habe Interesse gesagt. Ja, das sind Interessenten, ne, die was niederschreiben. Ja, gut, aber allerdings gibt es immer wieder in der Geschichte Situationen, wo diese Schriften dann missbraucht worden sind. Ja, aber das liegt nicht an den Schriften, sondern an denen, die das missbrauchen. So wie auch Homer, nicht, als er dann aufgeschrieben wurde, nicht, was man auch, man wollte es festhalten, ne? Was vorher mündlich über die. Das war dann auch Heilige Schrift. Ja. Wer war Heilige Schrift in der Zeit der Griechen? Okay, wir fangen noch mit der Heiligen weiter, dann. Nee, ich war nicht. Also dann, genau, dann war die. Also nur zu dem Kanon, den vielleicht die esoterische Szene zurzeit ausmachen konnte, konnte man doch den Begriff des Dazwischen finden. Ja. Dazwischen. Ja, alles was dazwischen. Das ist schon dieses Dazwischen, also die Verbindung zum Beispiel, das Feinstoffliche, das was nicht nachweisbar ist, ja, was ja auch was im Fernsten, im Weitesten mit Glauben zu tun hat. Ich meine, wenn ich weiß, dann brauche ich nicht glauben. Ja? Wenn ich alles beweisen kann, dann ist für mich, hat Glaube keinen so einen Stellenwert. Ja? Wenn ich mich an humanistischen Ordnung orientiere, dann brauche ich nicht unbedingt ans Göttliche glauben. Ja? Und ich glaube, dieses Dazwischen, was ich damit meine, ist eben die Dinge so sein lassen, wie sie sind, und das, was zwischen ist, zusammenzufügen. Mhm. Also das entspricht eigentlich einer sehr großen Toleranz im Gegensatz zu dem monotheistischen Bild. Ja? Aber es ist wabrig. Ja, total unbedingt. Aber es gibt übrigens in der protestantischen Tradition, also von Luther schon, den Ausspruch, das Priestertum aller Gläubigen. Das ist eigentlich die Reformation. Das Priestertum aller Gläubigen. Das könnte man, das wäre vielleicht auch so ein. Das ist nicht dazwischen, das ist die andere Seite. Das, ne? Das wäre mein Vorschlag. Ja, Priestertum aller Gläubigen. Das kann man ja anders formulieren. Das ist Ökumene. Und dann gibt es auch unter Benutzung der Astrologie. Ne? Ja, und da habe ich den Pergamente. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken für die rege Beteiligung. Nicht nur in diesem Plenum, sondern in jedem Plenum. Und ich glaube, jeder nimmt etwas auch für sich mit, was ihn bereichert hat, was er. Auch vielleicht auch immer, dass er auch noch nachdenken kann. Und wie gesagt, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank. Wir wollen jetzt noch den Abschluss machen, Wolf. Ne? Nochmal, dann übergebe ich jetzt an dich.